Die Schweiz im Miniaturwunderland mit felsmassiven und schmalspurigen Eisenbahnen. Beim ersten Anblick kann der Besucher nur ungläubig staunen. Man fühlt sich in dieser Modellwelt mit einem Mal ziemlich klein. Beim Blick hinunter ins Tal sieht die Eisenbahn wie Spielzeug aus und die Berge so mächtig. Häuser mit dicken Wänden, kleinen Fenstern und Verzierungen auf dem Mauerwerk. Ein untrügliches Zeichen, dass wir uns in Graubünden befinden, im rätoromanischen Teil der Schweiz. Im schönen Tessin geht es ziemlich rau zu. Die alten Rittersleut bitten zum Tanz, sehr zur Gaudi der zahlreichen Betrachter. Bei den Ritterfestspielen der Burg Brauneck tobt buchstäblich der Bär. Allein das Rind wendet sich mit Grausen. Die Schweiz im Miniaturmaßstab. Man hat all den großen und kleinen Ortschaften Fantasienamen verpasst, nicht ohne mit einem Augenzwinkern auf die Wirklichkeit hinzuweisen. Der Zug der Rätischen Bahn fährt gerade in St. Max ein. Ein Schelm, dem nicht sofort der heilige Moritz einfallen würde. Mancher Ort hat seinen Namen schützen lassen, deshalb die Vorsicht der Wunderländer. Man wollte keinen Rechtsstreit provozieren. Manches Gebäude sieht wirklich aus wie das Original, zum Beispiel das Hotel Kempinski. Das verlassen wir, wie auch St. Max, und treiben unseren Besuch langsam auf die Spitze. Dank Seil- und Zahnradbahnen können sich auch Nicht-Alpinisten als Gipfelstürmer fühlen. Auf das Beechhorn kann man mit der Seilbahn fahren oder mit dem Zug. Zu Fuß dürfen es nur die Mitarbeiter erklimmen, in äußersten Notfällen. Solche Ausstiege sind absolut notwendig, nur auf diesem Weg können Betriebsstörungen behoben werden. Die Planer und Ingenieure der Bahntrassen durch die Alpen haben seinerzeit Großartiges geleistet. Im Wunderland kann man diese Leistung im Maßstab 1:87 bestaunen und die Fahrt der Züge lange verfolgen. Und das ist der dominierende Teil der Schweizer Alpen im Wunderland, das Beechtal mit seinen zahllosen Brücken. Über die Länge der Drähte gibt es keine Angabe, zu viele Strippen mussten gezogen werden. Wir haben nach unseren ersten Versuchen dazugelernt und mittlerweile doch angefangen, sehr, sehr ordentlich zu verkabeln, weil einfach die Fehlersuche sonst nicht mehr möglich ist. Das heißt, wir können eigentlich jedes Kabel zuordnen, soweit es nicht spontan möglich ist, dann mit Plänen auf jeden Fall. Weil einfach, es geht mal was kaputt und man ist sonst in der Anlage mittlerweile schon unterwegs, um überhaupt zu finden, was man sucht, was kaputt sein könnte. Und mittlerweile ist es dann eben, ja, mit Hilfe industrieller Elektroniker und Elektriker dann einfach so, dass die Verkabelung wirklich strukturiert ist. Eine grandiose Bergwelt, für deren Entstehung mehr als ein Eimer Gips notwendig war. Exakt 4 Tonnen. Herzstück des Wunderlands ist der Leitstand, die Zentrale mit 70 Monitoren. Hier sieht es aus wie in einem Raumfahrtzentrum. Auch auf der Anlage selbst gibt es technische Feinheiten. Wir wollten gern Technik zeigen. Und es ist immer interessant zu sehen, was hinter den Kulissen, was passiert unterirdisch. Und darum haben wir uns entschieden, den Locklift in Glas zu setzen, damit das auch beobachtet werden kann, wie das funktioniert. Es ist in jeder Hinsicht gigantisch, was die Wunderländer da gezaubert haben. Durch den Aufzug wurde eine riesige Gleiswendel im Berg eingespart und ein zusätzlicher Blickfang geschaffen. Wer ganz hoch hinaus möchte, dem empfehlen wir eine Fahrt im Hammetschwandlift. Den gibt's wirklich, am Vierwaldstätter See. Seit über 100 Jahren. Als Zuschauer kann man sich kaum satt sehen. Die Schweiz im Sonntagsanzug. So pittoresk präsentieren sich die kleinen Bergdörflein. Wunderschön anzuschauen. In diese abgelegene Gegend fährt allerdings kein Zug. Da muss sich der Postbus hinaufquälen.
Herr über sämtliche fahrbare Untersätze im Wunderland ist Gerrit Braun. Auch über die Schiffe und in Bälde sogar über diverse Flugmaschinen. Aber alle Höhenflüge beginnen erst einmal am Boden. Die wirklich große Herausforderung war immer, möglichst viel Bewegung zu zeigen. Also nicht irgendwo einen statischen Flughafen, wo alles festgeklebt ist, sondern dass zumindest die Flugzeuge, das sollen so 30 bis 40 Stück werden, sich bewegen, Abwechslung da ist. Und auch wenn ein Flugzeug ankommt, immer die Busse kommen und da kommen ja insgesamt 20, 30 Fahrzeuge teilweise, die so ein Flugzeug dann bedienen. Und vor allen Dingen, dass das Flugzeug auch in irgendeiner Form zumindest angedeutet gestartet wird. In der Schokoladenfabrik Lindt wird echte Schokolade produziert. So scheint es zumindest. Die exakte Nachstellung einer Schokoladentraumfabrik. Und ein Traum, echte kleine Täfelchen, spuckt das Werk auch aus. Als Bauarbeiter getarnte Bankräuber haben einen Tunnel gegraben und wähnen sich kurz vor dem Goldbarrenabtransport. Leider ein Fall von Denkste. Neben Graubünden und dem Tessin ist das Wallis als dritte typische schweizerische Gegend hervorgehoben. Die riesige Bahnhofsanlage gehört zur Stadt Brichur, am Fuße des Beechtals. Hier herrscht kein Augenblick Stillstand. Hier pulsiert das Anlagenleben. Keine Minute ohne Zugbetrieb. Und das bei Tag und bei Nacht. Jede Viertelstunde wird es dämmerig im Wunderland und wenig später dunkel. Allmählich fangen 40.000 Lämpchen, in diesem Falle Leuchtdioden, an zu brennen. 3 Minuten dauert diese Stimmung, dann geht die Sonne wieder auf und die Lichter erlöschen. Mit DJ Bobo, dessen Auftritt im Wunderland für beinahe ekstatische Stimmung sorgt, beenden wir unseren Rundgang durch die Hamburger Modell-Wunderwelt. Wir schauen zusammen mit fast 30.000 Fans dem Konzert zu, um dann, bei Sonnenaufgang, die Schweiz wieder zu verlassen. Modellbahn TV. Große Bilder von der kleinen Bahn.